bevor jetzt Legenden entstehen, die Kollegin Schäfer hat sich krankheitsbedingt abgemeldet. Also von daher, ich sehe schon Herrn Golland hier bei der Legendenbildung, deswegen vorab die Vorbemerkung. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, Herr Katsidis, Herr Kollege Katsidis, ich rate in dieser Debatte, Sie haben es ja eben auch bei der Auswertung G20-Gipfel hier schon einiges zum Besten gegeben. Ich rate hier doch sehr zur verbalen Abrüstung. Denn die Kennzeichnungspflicht, über die wir hier reden, hat nichts mit der steigenden Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Beamte zu tun, die auch wir mit Sorge betrachten. Sie erhöht auch nicht die Gefährdung, auch wenn Sie das hier noch mal so oft in den Raum stellen. Nachweislich erhöht sie nicht die Gefährdung. Denn worum geht es? Es ist ja eine anonymisierte Kennzeichnung, die es auch schon vorher gab und um eine Ziffer, Herr Löttgen, um eine Ziffer ergänzt worden. Also rüsten Sie mal alle ein bisschen ab. Es gab schon immer eine Kennzeichnung. Man konnte jemanden, einen Polizisten, immer schon identifizieren, bis auf die Gruppe, in der er eingesetzt ist. Und jetzt wird es halt noch etwas mehr individualisiert. Also ich rate hier, diese Debatte etwas abzurüsten. Und hier wird auch überhaupt kein Generalverdacht gegen Beamtinnen und Beamte ausgeführt, weil wir eine Ziffer mehr auf einer anonymisierten Kennzeichnung anfügen. Es geht schlicht und einfach darum, Bürgernähe, Transparenz unserer Polizei als Träger des Gewaltmonopols hier darzustellen. Und ein Träger des Gewaltmonopols, Kollege Bialas hat das gesagt, sollte grundsätzlich, mit Ausnahmen, aber sollte grundsätzlich den Bürgerinnen und Bürgern mit offenem Visier gegenübertreten. Und unsere Polizei hat da ja auch nichts zu verbergen oder sich zu verstecken. Mit Misstrauen in den Rechtsstaat hat das hier überhaupt nichts zu tun. Und in den Ländern Brandenburg gibt es das ja auch, ist das auch nachweislich so, dass das da keine negativen Auswirkungen hat. Die NRW-Linie der Polizei, wie sie sie bisher gab, hat die Landesregierung, die damalige rot-grüne Landesregierung, in einer kleinen Anfrage an den Kollegen Golland in der Antwort wie folgt dargestellt. Ich zitiere aus der damaligen kleinen Anfrage die Antwort der Landesregierung. Die NRW-Linie ist vielmehr die Umsetzung des Verfassungsgrundsatzes der Verhältnismäßigkeit und damit Ausdruck einer versammlungsfreundlichen und bürgerorientierten Grundhaltung. Und weiter festzustellen ist, dass die NRW-Linie die Außendarstellung der nordrhein-westfälischen Polizei als eine kommunikative, deeskalierende und konsequente Organisation nachhaltig geprägt hat und dies auch weiter tun wird. Denn anders als das, was hier gerade an Popanz aufgebaut wird, verträgt sich das sehr wohl. Deeskalation auf der einen Seite und konsequente Durchsetzung des Rechts auf der anderen Seite. Diese Leitlinie hat der NRW-Polizei auch im Ländervergleich einen guten Ruf eingebracht. Wir stellen sie nach wie vor nicht in Frage. Offenbar wollen Sie von Schwarz-Gelb das. Und ich gucke hier mal nach links. Ich gucke auch mal jemanden an wie den Staatssekretär, Herr Reul, Herr Mattis, der ja auch für diese Linie immer gestanden hat. Die Frage wäre dann ja an Sie, ob Sie diese Linie, die wir in NRW immer im Konsens rot-grün gefahren haben, ob Sie diese Linie in Frage stellen. Die Wortbeiträge heute in der Debatte in der Aktuellen Stunde und die Wortbeiträge der Vorrednerinnen und Vorredner lassen das tatsächlich befürchten. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr könnt hier noch so viel Law-and-Order-Rhetorik hier vorne vom Redepult vom Stapel lassen. Das ist vielleicht was für die Stammtischhoheit, aber drauf mehr Sicherheit mit Ihrem ganzen rhetorischen Aufrüsten hier, mehr Sicherheit bekommen die Menschen dadurch in Nordrhein-Westfalen noch lange nicht, noch lange nicht. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, ich hätte es besser gefunden, dass man mal von Ihnen was hört, wie Sie denn tatsächlich mehr Sicherheit für die Menschen hier in Nordrhein-Westfalen schaffen wollen, als hier Ihre Scheindebatten, Ihre Symboldebatten und Ihr aufgeladenes, rhetorisches, testosterongesteuerte Schaufensterreden, um es mal auf den Punkt zu bringen. Vielen Dank, Frau.